Herzlich willkommen zurück zu dir, Esther. In der letzten Folge gingen wir auf dieses Schiffswrack zu und ich werde es mir selbstverständlich nicht nehmen lassen, weiter darauf zuzugehen. Und auch hier weiß ich von einer Sache und ich hoffe, ich werde sie nicht verpassen. Vorsichtshalber werde ich versuchen, etwas seitlich zu gehen. Denn hier hat man das Gefühl, nicht alleine zu sein, finde ich. Aber das Gefühl habe ich bei diesem Spiel, wie bereits erwähnt, eigentlich nie. Und ich erinnere mich recht genau daran, dass ich an einer Stelle, vielleicht finden wir sie gemeinsam, dort hinten tatsächlich den Eindruck hatte, jemanden stehen zu sehen. Ob dies jetzt auch der Fall ist, bleibt dahingestellt. Ich sehe ihn im Augenwinkel sehr deutlich. Wende ich meinen Blick darauf, verschwindet er. Schaue ich zur Seite, erscheint der Schatten erneut. Ich bin mir sicher, dass wir auf dieser Insel nicht alleine sind. Was genau dieser Schatten nun bedeutet, das kann man wie immer bei dir, Esther, nur vermuten. Ich glaube, dass wir es selbst sind. Dass es Spuren von uns sind. Ich hatte Nierensteine und du besuchtest mich im Krankenhaus. Nach der Operation, als ich immer noch zur Hälfte in die Narkose versunken war, verschwammen deine Silhouette und deine Stimme. Nun sind meine Steine zu einer Insel geworden und sind entkommen. Und du wurdest undurchsichtig gemacht durch den Wagen eines Betrunkenen. Nun ist es eindeutig, dass Esther durch den Wagen eines Betrunkenen getötet wurde. Aber dass sie starb, finde ich, erklärt noch immer nicht, was für eine Beziehung wir zu ihr hatten. Außer natürlich einer sehr, sehr intensiven. War Esther unsere Frau? Unsere Geliebte, das ist ja nicht immer gleichbedeutend. Da muss ein Loch im Boden des Bootes sein. Wie sonst hätten neue Einsiedler ankommen können? Ein Loch im Boden des Bootes, ich kann es nicht lesen, leider. Dafür sehe ich, glaube ich, zu schlecht. Abgesehen von meiner generellen grenzenlosen Kurzsichtigkeit. Erkenne ich dennoch auf der rechten Seite des Bildes noch immer den Schemen oder Schatten. Was auch immer das bedeuten mag, beinahe finde ich es schade, dass ich der Symbolik nicht mächtig? Nein, mächtig ist das falsche Wort. Ich besitze einfach nicht genug Kenntnis über Symbolik. An manchen Stellen muss ich mich wirklich arg zusammenreißen, um nicht alles Mögliche in dir, Esther, rein zu interpretieren. Da ich ohnehin davon ausgehe, dass diese Insel eher ein Abbild unserer inneren Befindlichkeiten ist und sich eher um unseren Geist oder unsere Psyche handelt, statt einer real betretbaren Insel, frage ich mich natürlich auch, was dieses Wrack nun bedeutet. Beziehungsweise habe meine ganz eigene Meinung darüber, was es bedeutet. Denn ich finde, dieses Wrack hat für mich etwas von Verlorensein, von nicht mehr wegkommen. Ich finde, jetzt erkennt man diesen Schatten eindeutig und ich muss zugeben, obwohl ich weiß, dass er dort ist, habe ich mich kurz erschrocken. Und wir werden natürlich darauf zugehen, allerdings glaube ich, dass wir nach dieser Kurve nichts mehr erkennen werden. Er wird verschwunden sein.
Und wieder einmal werden wir das Gefühl haben, nicht alleine zu sein, aber keinen konkreten Beweis dafür haben. Und ich. Die ganze Nacht hat mich die Boje am Leben gehalten, als ich am äußersten Rand der Verzweiflung stand, als ich dachte, dass ich niemals das Geheimnis der Insel lüften würde. Ich saß am Rand und beobachtete die idiotische Boje, wie sie die ganze Nacht blinkt. Sie ist stumm und sie ist debil und sie hat nichts anderes im Sinn, als neben jeder Welle und bei jeder Minute zu blinken, bis der Morgen kommt und sie blind und taubstumm macht. Auf viele Arten haben wir etwas gemeinsam. Genau das dachte ich bei seinem ersten Satz übrigens auch. Er schimpft doch sicherlich nur über die Boje, weil er sich ihr so verbunden fühlt. Übrigens, wir erkennen den Funkmast, auf den wir uns offensichtlich stetig zu bewegen. Und da ich glaube, dass das unser angestrebtes Ziel ist, werde ich als nächstes natürlich dort hinten entlang gehen. Es mir aber wie immer nicht nehmen lassen, auch diesen Weg hier zu erkunden. Ich persönlich finde übrigens, dass er trotz seiner weiten Entfernung und der normalerweise eher nicht so arg vorhandenen Bedrohlichkeit von Funkmasten doch schon etwas sehr Bedrohliches hat, in Ermangelung eines besseren Wortes, eines Synonymes, finde ich bedrohlich schon ganz passend. Furchteinflößend, majestätisch, was auch immer man dazu sagen kann. Da das da vorne der Weg ist, von dem wir kamen, werde ich mich jetzt todesmutig hier hinunterstürzen, um den Weg ein wenig abzukürzen. Und behaupte einfach ganz dreist, dass wir nichts verpasst hätten. Ich habe auch das Gefühl, dass wir sehr schwerfällig laufen. Und das Spiel gibt einem ein recht eindeutiges Tempo vor, das ich zum Teil nicht schlecht finde, weil man sich so die Zeit nehmen kann, um alles zu erkunden. Man wird dazu gezwungen, sich Zeit zu nehmen, um dir erst da auch Zeit zu geben. Auf der anderen Seite ist man schon nicht vielleicht immer aus Ungeduld gewillt, ein wenig schneller zu gehen, finde ich. Und ich möchte wie immer oben entlang gehen. Obwohl ich selbstverständlich wie immer neugierig bin, was unten sein mag. Außer vielleicht eine Schlucht. Und ich erkenne ein Haus. Ich erkenne ein Haus. Ich erkenne zwei Häuser. Und passend dazu fängt die Musik an. Ich habe mit dem Erklimmen des windstillen Abhangs auf der Westseite begonnen. Die untergehende Sonne war ein entzündetes Auge, das sich zudrückte gegen das Licht, das von den Ärzten einstrahlte. Mein Nacken schmerzt vom ununterbrochenen Recken meines Halses, um das Licht der Antenne zu verfolgen. Ich muss nach unten schauen, dem Pfad unter der Insel nach einem neuen Anfang folgen. Nanu, das sieht aber sehr ungesund aus, finde ich. Vielleicht sind es Erinnerungsstücke an Esther, an Esthers offensichtlich nicht gelungene Rettung. Übrigens, das fiel mir bereits in der letzten Folge auf, ruckelt das Spiel an einigen Stellen, wo er spricht. Ich vermute, das liegt daran, dass es eigentlich keine deutsche Sprachausgabe gibt. Ich aber quasi als Mod eine hinzufügte, der besseren Verständlichkeit halber. Obwohl ich sagen muss, dass ich die englische Sprachausgabe wesentlich schöner finde. Etwas stimmungsvoller und authentischer. Die Hütte wurde ursprünglich Anfang des 18. Jahrhunderts errichtet.
Um die Zeit wurde das Schafehüten zu einem Beruf formalisiert. Der erste gewöhnliche Hirte war ein Mann namens Jacobson, aus einer Abstammung wandernder Skandinavier. Er war unter Festlandbewohnern nicht als ein Mann der Fortpflanzung angesehen. Er kam hier jeden Sommer her, während er die Hütte baute, letztlich in der Hoffnung, dass er sich als Mann mit Eigentum eine Frau und damit eine Erblinie sichern würde. Donnelly verzeichnet, dass es nicht geklappt hat. Er fing eine Krankheit von seinen unzufriedenen Ziegen ein und starb 2 Jahre, nachdem er sie vollendet hatte. Für ihn schnitt ebenfalls niemand weiße Linien in die Klippe. Okay. Warum gibt es hier eigentlich immer nur so negative Sachen? Wo bleibt der Spaß an der Sache? Und ich frage mich noch immer, wer Donnelly ist. Ich möchte in dieses Haus gehen und es mir gleich gemütlich machen. Mein Herz ist eine Mülldeponie. Diese falschen Morgendämmerungen erwachend, während es nie hell ist. Ich schwitze für dich in den kleinen Stunden und wickle mich in einer Masse von Decken ein. Ich habe immer die Wellen an diesen verlorenen Küsten aufschlagen gehört. Immer die Möwen vergessen. Ich kann diese Flasche an mein Ohr halten und alles, was immer für mich da ist, ist diese Einsiedlermusik. Eine Höhle, von der ich glaube, dass wir dort nicht hineinkommen. Schade. Der allgegenwärtige Funkmast. Ein sehr schönes und gemütliches Heim, finde ich. Was aber nichts daran ändert, dass die Esther eine fantastische Grafik hat, finde ich. Also fantastisch im Sinne von schon eindrucksvoll. Für die wenigen Mittel. Ich könnte nicht behaupten, dass es mir nicht gefällt. Und wäre ich jetzt alleine, alleine im Sinne von, ich würde nicht aufnehmen, würde ich hier stehen und wahrscheinlich eine Weile hinunterstarren. Und ich finde, genau hier ist doch der richtige Punkt, um einmal mehr die Folge zu beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.